Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lumberjack Dynasty hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben den Auftrag, dass wir hier so ein paar Bäume fällen müssen und die natürlich dementsprechend auch durch die Gegend bringen müssen später. Es ist ziemlich weit weg von meiner Homebase, dass ich dann... Hab ich die sogar schon zerteilt da hinten? Hab ich sogar schon zerteilt, die nicht. Du bist so hungrig, um Baumstämme zu tragen. Ja, das stört doch nicht. Ich kann doch jetzt dann trotzdem hier gucken, wo ich... Ach, den habe ich schon durchgesägt. Die habe ich auch gleich durchgesägt. Ich bin ja einer. Aber nicht alle. Okay. Na gut, also bei manchen habe ich dann auch gleich das Durchsägen noch gemacht. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, Baum zerlegen. Achso, das habe ich bei dem Paar gemacht, die da so komisch, der da so komisch rumgebackt hat, ne? Am Ende der anderen Folge. Stimmt dabei aus. So, hier haben wir noch einen Busch, der weg darf. So, ein Busch ist noch. Das müsste dieser kleine sein hier. Den nehmen wir dann auch mal gleich auseinander. Zack, keine Büsche mehr vorhanden. Und dann können wir jetzt hier den Baumstamm noch nehmen. Ja, also wir müssen mal gucken, wie viele Baumstämme ich natürlich hintransportieren muss zum Auftraggeber. Und wenn ich dann genügend über habe und sagen kann, hey, da wird ja gar keine mehr von mir. Und ich den Rest mitnehmen kann, wäre auch ganz cool. Das ist das wieder hier. Und fallen dort so. Paula, Baum. So, na gut. So, aber das müssen wir noch erst herausfinden, wie viel da unser Auftraggeber sozusagen denn noch haben will am Ende. Aber das werden wir gleich sehen. So, sehr schön. Gut, dann haben wir da keinen Baum mehr, aber hier, die müssen wir noch zerlegen, ne? Der ist schon zerlegt. Der ist auch schon zerlegt. Der ist schon zerlegt. War ja richtig gut unterwegs hier. Gut. Hier ist nichts dran. Da sind noch ein paar Äste dran. Und solange wieder Äste dran sind, kann er nicht zerlegt sein. Ja. Entfernen. So. Und dann werden wir natürlich versuchen, dass wir erst die dicken Baumstämme natürlich alle hier hinliefern und die dünnen Baumstämme uns dann aufladen auf unser Fahrzeug, damit wir die dann ins Wasser schmeißen können. Ich weiß gar nicht, ob ich hier dann eine Entladestelle habe, dass das von hier dann dahin geflößt wird. Ah ne, die nächste wäre hier. Stämme abwerfen, dann Wasser und schwimmen bis zur Mühle und von dort an ordnungsgemäß. Was? Die schwimmen zur Mühle und weichen auf den Weg dorthin ordnungsgemäß ein. Ah, okay. Das ist ja meine Mühle hier, ne? Okay. Neue Mission, verfügbar Transport. Ja, das müssen wir nochmal gucken, was das ist hier. Und hier müssen wir mal gucken, was das hier ist. Waldinfo-Eigentümer, OZ-Waldgröße, nee. Warum ist da so ein Pokal abgebildet? Da muss ich mal hingehen. Das interessiert mich auch noch. So, gut. Dann wollen wir hier mal noch die Bäume runternehmen. Irgendwie flackert die Grafik heute. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, aber egal. Vielleicht ist das dann so ein... Okay. Keine Ahnung, was das war. Habe ich die Säge falsch bedient? Kann das sein? Was kann ich sein? Kann sein, dass ich nicht richtig nachgeführt habe. Na gut. Oh, geht er hier wie so ein Igel. Aber es ist noch entfernt, so. So, wunderbar. Na, wo ist es denn? Na, wo? Na, da. So. Gut. Dann haben wir das auch. Und ich hoffe immer noch auf einen größeren Patch, weil sie haben mir gesagt, jetzt hier irgendwie Juli soll ja der Patch kommen, wo du Bäume pflanzen kannst. Ich weiß nicht, ob der schon kam, aber ich kann mich jeweils nicht daran erinnern, dass ich einen gesehen hätte. Von daher bin ich dann noch ein bisschen, na, sagen wir mal, irritiert und abwartend. So, zack. Lagere Stämme in dem Bereich. Möglich 30. Kommt ihr von den Bäumen locker. War so mal laut die Säge heute. Na, wo ist denn? So, dann haben wir das noch. Baum zerteilen. Sehr gut. Baum zerteilen.
So, ich bin hungrig. So, jetzt haben wir hier noch einen Baum zum Zerlegen. Äste entfernen. Du bist sehr hungrig. Dann wollen wir gleich mal eine Bratwurst in den Kopf hauen. Damit dieses Gejammer mit dem Hunger haben aufhört. So, und dann müssen wir mit dem Traktor hier hochfahren, ne? Das wird ja nochmal ein langer Weg. Gut, Tab drücken. Nehmen wir eine Bratwurst. Was haben wir denn noch? Oh, 25% nur. Dann nehme ich hier mal eine Hirschpastete. Die haue ich hier mal rein in den Kopf. Dann geht es mir wieder richtig gut. So, dann habe ich nämlich ordentlich gegessen, ordentlich Kraft gekriegt. Christine lassen wir hier stehen. 30 Stämme müssen wir abliefern. Der Rest ist für mich. Also dann natürlich immer erstmal die dicken Stämme dann natürlich mitnehmen. Das heißt, ich werde jetzt zuerst mal. Warte mal, ich werde. Erstmal das hier drücken, damit ich das los bin. Dann gehe ich jetzt mal dahin, wo dieser komische Pokal ist. Das nur wieder soll, das weiß ich mir noch nicht. Verhaufen mit. Quasi nix, ne? Keine Ahnung, was er hier will. Irgendeine Idee, was er hier wollen könnte? Ich erstmal nicht. Aber werden wir rausfinden. Wir werden es herausfinden. So, dann gehen wir jetzt über die Map erstmal schnell zum Traktori. Alte Maschine, alter Traktor. Genau, da gehen wir ran. Hängt da hinten dran eigentlich. Entschuldigung. Ich muss kurz aus dem Tür raustappen. Hängt da hinten der. Hängt nichts dran. Der steht da. Hätte ich von selber drauf kommen können. Da hängt das auch dran. So, dann geht's auf, ab nach oben. Die kennen wir ja schon halbwegs. Noch Bretter nach oben drin, ne? Die ich verbauen kann. Das ist gar nicht. Ja, müsste ich ja nicht noch haben. So, heißt also, wir brauchen jetzt noch, wir müssen noch die Karte gucken. Genau, hier gleich abbiegen. Da lang fahren können. Ist egal. Wird ein bisschen weiter der Weg. Tempomat rein und Gas geben. So viel über Berge bin ich gefahren, aber ich muss vielleicht irgendwie hinkommen. Und dann können wir dort dann die Stämme durch die Gegend transportieren. 30 Stück müssen wir abnehmen. Und wenn wir so, wie Bäume waren es denn? 18, ne? Oder sowas. 18 Bäume, A2 Stücken sind 36. Also wenn wir so 6 bis 10 Stämme werden wir vielleicht kriegen davon. Aber ein paar waren ja dabei. Die auch drei zur Verfügung hatten, also oder dreimal geschnitten werden konnten. Oder zweimal geschnitten wurden und drei Teile drin wurden. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir doch schon wieder ein bisschen was für unsere Bretterproduktion. Denn, und das können wir wirklich tun, wir können jetzt diesen LKW kaufen. Das geht jetzt wirklich. Was ich, mit wem ich da quatschen, also wenn ich quatschen muss, weiß ich schon, aber ich weiß noch nicht, wen. Ja, wie das denn dann nachher im Internet läuft. Ich weiß nur noch nicht, was hier reinkommt. Das scheint noch was für die Zukunft zu sein. Vielleicht ist das die Hochzeitskapelle. Oder so. Man weiß es nicht. Der Typ redet nicht mit einem. Ich hab ihn ja schon mal angequatscht, aber er ist nicht so gesprächig. Naja, manche sind halt so, ne? Manche sind so, andere wieder so. Die Pilzsuppe kann ich immer noch nicht kochen. Das ist mir auch noch, da muss ich noch mit unserer Pilztante nochmal reden drüber. Ob die mir nicht eventuell mal was dabei bringt, wie ich eine Pilzsuppe machen kann. Und ich glaube auch im Gewächshaus ist auch noch nicht allzu viel gewachsen, aber ich denke mal, das wird dann erst kommen mit dem generellen Wachstumspatch, ne? Also wenn du dann irgendwas bauen, anbauen kannst. Na? Das war auch wieder Farbfindung vom Feinsten. So, da oben ist das Feld, das kennen wir glaube ich auch, ne? Da waren wir auch schon mal. Aber wir haben ja schon jede Menge Leuten geholfen. Also, wenn wir mal auf
in diesem Gebiet. Die müssen wir, wir haben auch einen guten Ruf-Tech, ne? Wir haben einen Sozialpunkt, haben wir ja ohne Ende. Wenn man die Geld verbinden, verwechseln könnte. Wäre bestimmt auch ganz cool. Aber wir können sie einsetzen, zum Beispiel mit Kauf von Geräten. Kann man das Hälfte an Geld und den Rest machen mit Charme weg, ne? Also mit ganz einfachen, ganz viel Charme, den wir natürlich haben. So. Aber den habe ich ja nicht auch so, dazu bräuchte ich ja nicht für eine Zwischenpunkte. Na gut. Ich kann es ja mal versuchen. Und mir liegen auch einfach bloß so ein paar Baumstämme rum. Das nehme ich die dann einfach jetzt mit der Kettensäge bearbeiten und auch mitnehmen darf, ne? Nach hinten ins Wasser. Da drüben ist übrigens die Verladestation, wo man die Baumstämme dann sozusagen reinbringen kann. Oder reinlegen kann in den Fluss. Und aber auch. Da muss man aber auch mutig sein, da hinten zu rein. Aber wir können die abkürzen. Hier durch die Furt fahren. Muss sie klappen. Ja, klappt dann. Sehr schön. Gut, also hier ist nochmal so eine Abladestation für Baumstämme. Dass wenn wir welche haben, die können wir da reinschmeißen. Das ist schon mal ganz cool. Kann natürlich auch nur helfen, ne, bei dem Traktor hier. Der ist ja jetzt noch ein bisschen langweilig. Ich weiß auch nicht, warum Onkelchen mir nicht einfach sein gibt. Das hätte so viel Schönes, aber naja. Onkelchen ist klickerig. Also man kennt man so einen Onkel vielleicht jeder, ne? Der so ein bisschen ihn in der Tasche hat, der so ein bisschen den grundsätzlichen Schwaben gibt. Wo man sich immer wundert, Mensch, der hat so viel, warum gibt er nicht? Ne? Solche Onkel, hat man sowas? Weiß ich nicht. Aber Enthusiast ist wahrscheinlich so ein. Man sagt ja auch generell, es ist ein Schwabe. Also der Schwabe an sich, er soll ja auch so ein bisschen sehr vorsichtig bei Ausgaben mit Geld sein. Baut aber Autos, die schon teuer sind. Ne? Mercedes, Porsche. Die sind ja jetzt so nicht die billigsten Autos. Finde ich zumindest. Aber gut, das ist was anderes. Ich fahre ein VW. Das ist auch nicht mehr ein billiges Auto. Also mit Feuerfahren hat das auch nicht mehr viel zu tun. Ne? Aber gut, mein kleiner süßer Polo, der ist nur auch schon 11 Jahre alt. Aber ist okay. Fährt sich gut. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe. Denn mir gefällt das sehr gut. Das muss ich ehrlich sagen. Also das ist so ein kleines Polo. Leistung war da auch ganz gut. Ist der 1,4er Motor mit 87 PS. Also boah. Da kann man schon mal auch mal ein bisschen auf den Pinsel treten. Also das geht schon mal. Aber wie gesagt, auf der Autobahn traue ich mir mit so einem kleinen Auto so schneller als 160. Traue ich mir einfach nicht zu mit dem Bock, ne? Wo ich mir so sage, so, naja, eigentlich könnte man ja mehr, aber... Also bei 160 kriege ich dann schon Angstgefühle in dem Wagen. Und das ist nicht gut, wenn man Angst im Auto kriegt, wenn man fährt. Wo sind wir denn unterwegs? Irgendwo muss ich nämlich jetzt hier abbiegen, bis ich da hochkomme. Kann schon hier abbiegen. Okay, dann können wir hier abbiegen. Nehmen wir mal die Vorfahrt, ne? Ah, du hältst ja gerne. Habe es läuft. So, ich kann nämlich schon hier abbiegen und dann da durchfahren. Und dann mal gucken, was da kommt. Aber was dieser Pokal da an der Stelle hat, keine Ahnung, vielleicht ist da das Schaf. Oh, ich sitze hier aber auf dem Schaf. Kann das sein, dass hier vielleicht das Schaf ist? Ich das hier suchen muss? Ich habe ja noch so ein Schafauftrag. Das würde ich nicht mal in Abrede stellen, dass das vielleicht, naja, bis hier hochgeflüchtet. Das war schon dabei, ne? Naja, gut, das willst du machen, aber. Könnte sein, ne? Na gut. Vielleicht weiß das hier der ein oder andere von euch, was das soll und was das heißt. Das Symbol da mit dem Programm. So, 30 Stämme werden benötigt. Wir sind jetzt hier bei Stamm Nummer 1 angekommen. So. Den würde ich gerne aufladen hier. Guck mal her, das Ding. So. Abgelegt.
andere Ende noch mit von ihm. Dann einsame unterwerfen. Die dicken Enden alle mitnehmen. Die Rudi die nicht so dick sind die Enden, die haben da eine dicke Enden. Der da hinten war richtig dick, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Guck mal, wie die ausweichen vor mir hier. Immer die Karte gespielt anscheinend. Ich glaube, ich muss mal zum Abladen fahren. Uiuiuiuiuiui. Das ist mal beiseite ganz kurz hier. Das sieht ja schon mal brutal aus. Aber wollen wir hier mal ein bisschen was hinschmeißen? Er kann stapeln, ne? So, die Kosten sind schon wieder. So, 5 haben wir schon mal da. Dann geht's hier weiter. Da müsst ihr auch ziemlich viel mitnehmen, die Borker haben, damit ich dann sozusagen die Rinde kriege. Was sagt ihr denn eigentlich? Heißt das bei euch Borken, Rinde oder Fleisch? Nee. So, das war wieder was anderes. Mehr Borke beim Baum, ne? Also wenn da noch außen drumherum was dran ist, aber es gibt ja echt wir verstehen das Wort nicht. Da war gerade ein Baumstumpf oder so, keine Ahnung. Aber die Rinde kann ich ja natürlich immer teuer verkaufen, ne? Muss noch gucken, was ist das, wollte ich noch gucken, wo ich mit den ja, wo bin ich denn? Dass das schwierig ist, aus einem Objekt mehrere oder aus mehreren Objekten dann ein Objekt machen. Bei Entwicklungen und bei solchen Sachen. Aber also, wir haben schon ein bisschen sehr merkwürdige Anwendungen. Ne? Das ist jetzt aber bald umgeworfen hier. So, boah, ordentlich voll hier. Na gut. Halt mal den so fest. Mit der Klappen.
haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ich kann nur so. Hey. Oh, wir haben arge Linksschwierigkeiten hier gerade. Benötigt, also haben wir ja schon knapp die Hälfte da. Sehr gut. So, dann jetzt ist es eigentlich auch fast egal, glaube ich. Den Rest kriege ich dann eh mit. Von den ganzen Bäumen, die hier rumliegen. Wir machen aber in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr auch gleich was bekommen. Könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder mit dazuschauen. Und dann machen wir hier den Auftrag fertig und dann werden hoffentlich die Leute zufrieden sein und ich ein paar Stämme über haben, die ich mit nach Hause nehmen kann. Und dann hoffe ich mal drauf, dass wir dann noch gutes Geld verdienen, noch ein paar Aufträge haben. Ich glaube, der Auftrag hier gehört auch so ein bisschen zur Story mit, den ich jetzt gerade mache, dass, damit ich ja... Achso, hier der Typ wollte mir ja was beibringen, ne? Stimmt. Weil beziehungsweise er wollte mir eigentlich nichts beibringen, war ein bisschen knirrig und dann habe ich mit seiner Frau gequatscht und die war dann eigentlich nicht ganz so knirrig. Ich habe schon wieder so einen Wanderstamm gehabt. Merkwürdig. Und so wandern sollen hier. Nicht drauf liegen bleiben. Gut, das hat's gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann. Tschüss.